Verlassen, okay. Nee, dann müssen wir ihn rufen. Achso, mit V vielleicht. So, das ist der Junge, genau. Das ist mir aber egal. Da unten. Nee, das ist aber nichts. Ja, ein bisschen runter. Da unten stehe ich, genau, das ist klar. Ja, aber was soll ich jetzt hier untersuchen? Hier ist ja nichts. Tja, wenn ich das nur wüsste. Tja, das ist ein bisschen doof gemacht gerade, oder? Oder bin ich zu doof? Es ist alles immer möglich, also es kann auch an mir liegen, weil ich scheiße bin. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Ne, denn auch mein Skill... Liebste, wir haben nicht genug Geld für Sephetos verfluchte Steuern. Wenn er kommt, werde ich ihm anbieten müssen, mich in die Schuldknechtschaft zu verkaufen. Nein, nein, das musst du nicht tun. Ich habe mit Nebet Maharet über unsere Notlage gesprochen. Sie gab mir einen Beutel voller Münzen. Das reicht für ein oder zwei Monate. Diese Familie ist so großzügig. Wir müssen den Göttern ein Trankopfer für sie stiften. Ach so, ach Gott, ich bin aber auch doof. Ja, sorry, das habe ich jetzt nur gerade zufällig gelesen, weil ich mal wissen wollte, was links alles steht. Händler sind nur tagsüber verfügbar. Toll. Kriege ich gleich wieder fiese Kommentare wahrscheinlich. Oh nein, schlag mich nicht. Das war doch nicht mit Absicht. Alter, du hast ja frühst von so einer Flöte hier geweckt. Was ist denn das? Klingt ja schrecklich. Was, die klatschen dafür? Das klingt nach, also, wie so ein Nudelsack. Okay, jetzt können wir hoffentlich hier mal... Ah ja, jetzt geht's. Guck mal hier. Hallo. Ich stehe auf den Äpfeln. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Aha. Okay. Ach, Datteln sind das. Okay, es hätten aber auch Äpfel sein können, ne? Also, das Datteln sind noch voll klein. Oh, ach so, das hier unten sind wahrscheinlich die Datteln, ne? Wo ich gerade draufstehe mit dem Fuß. So, dann haben wir ihn hier. Hallo. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist... verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Naja, dein Nachbar hat das gerade erzählt. Okay, also wir haben zwei verschiedene Informationen. Wir müssen wahrscheinlich nur diesen Balken da füllen. Also ich würde sagen, bist du Mann oder Frau? Das war schwierig zu sehen. Hat keine Brüste, also Mann wahrscheinlich. Hey, willst du einen Fisch oder was? Nö. Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh, es heißt, Sephetu brachte ihn um. Aha, also zweimal tot und hier hängt der alte Ranzfisch. Ekelhaft. Vor allem hier in der Sonne, in der Wüste, der ist nicht sehr lange haltbar. Ne? Also da würde ich die Finger davon lassen. So. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein! Das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Ja, bleib mal ganz geschmeidig, Fräulein. Ich will doch nur helfen. So. Wen haben wir denn noch hier? Warte mal. Da hinten war keiner mehr, ne? Genau. Dann gehen wir nochmal. Ah, hier. So, die. Das ist die Gewürzhändlerin, wahrscheinlich. Und wonach suchst du heute? Hier hinten. Den Hafenmeister. Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Ja, welche Wache? Und guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Eine Frechheit hier. Die unhöflichen Leute. Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun?
Ich will dich zu nichts überreden. Aber ich werde meine Sachen packen und nach Letopolis ziehen. Meister Tahaka erbaut dort eine wunderbare Stadt für alle. Das klingt verlockend. Aber meine ganze Familie ist hier. Sei froh, dass du weder Frau noch Kinder hast. Du kannst einfach gehen. Tja. Okay, wir brauchen noch eine Information. Und die bekommen wir... woher? Da. Beim Früchtehändler. Einen schönen Tag, Neb. Brauchst du heute vielleicht ein paar Metallarbeiten? Metallarbeiten? Das sind doch Früchte, mein Freund. Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Cepheto ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Die beste Schmiede von Zeiss! Schrei nicht so. Okay, wir haben jetzt alle Infos. Sprich mit dem Händler. Achso, das haben wir gemacht, genau. Und jetzt... Achso, da hinten hin muss ich. Okay. Folge der verdächtigen Händlerin. Die verdächtige... Achso, da. Okay. Die Händler verlassen nachts den Markt. Tja. Das heißt, ich muss jetzt... Warte mal, wir meditieren mal eine Runde. Wahrscheinlich muss ich das jetzt machen und dann gehen die wahrscheinlich. Guck mal. So. Ah, da hinten. Ganz, ganz verdächtig. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Er ist doch aus einer reichen Familie. Mag sein. Vielleicht wurde er deshalb noch nicht aus der Stadt gejagt. Ich glaube, er wohnt auf Tahakas Anwesen. Ingfest. Oh, kümmert euch gar nicht um mich. Hä? Haben wir nicht gerade bis zur Nacht? Ich folge ihn trotzdem mal. Lalalala. Ganz unauffällig. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Musik im Spiel, muss ich gerade mal so sagen. Ne? Also, es ist zwar ganz. Also, die Musik ist wunderschön, aber leider viel zu selten. Ich habe es schon auf Maximum hochgedreht. Ich glaube, die gehen wieder an ihre Posten, ne? Hä? Ich habe doch extra hier. Warte mal, nochmal. Lass es Nacht werden. Oder zumindest Abend. Ach, ja, jetzt ist schon mitten in der Nacht. Gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. So. Ganz unauffällig. Auf dem Dach. Du. So, dann springen wir hier runter. Au. Was schön erstmal die Knie gebrochen. Ah, das tat bestimmt weh. Das werden wir später als alter Mann merken. Der Magi im Rollstuhl. So. Mal gucken, was jetzt hier ausbrüten, die drei oder vier. Das sind bloß drei, ne? Der andere läuft nur zufällig mit. Vielleicht ist aber auch er der Bösewicht. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Könnte sein. Ja, geh weiter. Ich habe was Wichtiges zu tun. Nee, der geht links lang. Der gehört nicht zur Gruppe. Okay. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus. Auf Befehl von Cepheto. Ja. Wo wollen denn die Kollegen nur hin? Kleiner Nachtspaziergang. Ganz natürlich. Überhaupt nicht irgendwie auffällig. Auf Befehl von Cepheto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Ja, das haben wir schon mitbekommen, danke. Liegst du nah dran vielleicht? Oben ist so eine fette Wache. Okay. Bin mal gespannt, was die jetzt treiben. Speichert, okay. Nochmal. Schöner, klarer Abend, ne? Bisschen bewölkt, aber sonst wirklich sehr, sehr schick. Ah ja.
lasst euch nicht von mir aufhalten. Geht nur rein. Immer. Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem Markt treibt... Oh, das wollte ich gar nicht. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cephetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cephetu nicht sieht... kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück... Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Cephetus Männer beobachten den Hafen wie Falken. Okay. Stiehl oder zerstöre das Boot. Ah ja. Dann holen wir uns doch mal unseren kleinen, hübschen Todd. Und reiten mal zum Boot. Ja, da haben wir wieder schöne Musik. Welches ist denn das? Das ist das Große da unten, oder was? So, erstmal einen kleinen Überblick hier verschaffen. Lagerhaus von Nerit Mehetet. Okay. Da sind Wachen, das sehe ich schon. So. Das heißt, ich werde mal... Ich gehe mal hier irgendwie... mal runter vom Gaul. So, und wir schleichen uns hier einmal rein. Stiehle oder zerstöre das Boot. Ich würde es am liebsten stehlen. Dass es heil bleibt, ne? Aber wenn das nicht geht... Okay, da ist eine Wache, das sehe ich. Bisher nicht. Halt! Bleib stehen! Ich bin unsichtbar. Unsichtbar. Okay, da kommt nicht ran. Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh nein, es kommen gleich beide wahrscheinlich. Oder? Hey, was? Attentat. Hey. Schön leise. Eine Spur? Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Oh, na komm ran. Da ist nämlich das Boot direkt. Und das heißt, wir müssen nur diese beiden Wachen hier ausschalten. Da können wir uns darüber hermachen. Oder ist noch einer? Gucken gleich mal, warte mal. Mal plündern. Ich bin ja hier relativ gut versteckt im Gras. So, der da. Komm her, mein Freund. Ich hab da was für dich in meiner Tasche stecken. Und da stecke ich dir in den Hals. Ja, leise. Okay. Oh, ein Legendary Jagdbogen. Warte. Ausrüstung. Ein Legendary der Todessturm. Krass. Adrian lieber töten, brennen bei Treffer. Stufe 15, schade, kann ich noch nicht verwenden, aber können wir dann gleich anlegen. Ich bin glaube ich Stufe 14. So, da ist noch eine Wache, die ist mir aber jetzt auch erstmal egal. Ja, ich stehle das Boot mal schnell. Schnell. Los, truff da. Nein. Zeit zu gehen. Ja. Ich fahre da mal kurz. Gucken, ob wir jetzt entkommen, ob wir irgendwie entkommen können. Sonst müssen wir die einfach abballern vom Schiff aus. Geht auch. Ich glaube, wir entkommen. Ja, wir sind entkommen. Sehr gut. Das heißt, warte mal, ich drehe nochmal nach links ab. Und dann bringen wir unserem Freund, dem Hafenmeister, sein Schiffchen zurück. Ganz heil und unversehrt. Ah, es ist schön. Schatz plündern. Nö, das machen wir dann später. Frage ist, wie kommen wir denn da hin? Geht's da hinten irgendwie durch?
Guck mal, im Hintergrund die Pyramiden. Sieht das nicht awesome aus? Voll cool, ey. So. Oh, sie haben recht schnell die Verfolgung aufgegeben, muss ich sagen. Erstaunlich. Hätte ich es nicht gedacht. So. Dann sind wir gleich da. Geben wir ihm das Boot und dann mal gucken. Hat sich auf jeden Fall massiv rentiert, ne? Geil, Legendary-Bogen. Da freue ich mich. Da freue ich mir. So. Upsala. Sprich mit Servus. Ja, mach mal. Servus, Servus, Servus. Ich habe ein Brot für dich geholt. Und es ist noch heil und wunderschön. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Sefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Sefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Quest abgeschlossen, Interessenskonflikte. Kriegen wir ein Level ab? Nein, nicht ganz. Aber ein Schild haben wir bekommen. Das ist ja super nett. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir uns direkt die nächste Quest. Warte.